Herzlich willkommen, liebe Pfeifen-Community und Genussfreunde hier auf YouTube, auf meinem Kanal beim Country Maniac. Ja, eine neue Folge von zwei Pfeifen und ein Tabak steht wieder auf dem Programm. Wieder mit mir natürlich, dem Marco und dem... Ja, Jan, moin. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht. Marco, erzähl. Ja. Bevor ich mein Referat starte und genau. Ich sag mal, die Kamera ausmachen kann. Richtig. ihr seht, die Pfeifen qualmen heute schon, denn es geht heute nicht um Pfeife und Tabak. Der Jan, der hat mich wieder mal zum Trinken verleitet oder er möchte mich zum Trinken verleiten. Vor einiger Zeit haben wir ja mal dieses Whisky-Tasting hier gemacht mit Jack Daniel's Single Barrel. Und in unserem Rausch hinterher, da kam uns doch die Idee... Da kam uns doch die Idee, Rum kam uns da in den Sinn, weil ich eigentlich mit Rum überhaupt noch keinerlei Berührung hatte, außer mit Grog. Und ja, da meinte Jan, er würde mir da mal was zukommen lassen, er könne mir da was empfehlen, so ein Einsteiger Rum, und den möchte ich heute mit Jan einfach mal trinken. Ja. Und jetzt darf der Jan referieren. Genau, so jetzt starte ich einfach mal meinen Monolog. Marco schaltet dann aus. Ne, aber kennt ihr ja, ist ja auch nicht so interessant, ob er jetzt hier sitzt oder nicht. Insofern fange ich mal an. Also es ist in dem Sinne ein Rum, den ich mir ausgesucht habe. Der kam mir eigentlich relativ spontan in Sinn. Vielleicht noch mal, bevor ich auflöse, was es ist oder welcher gute Tropfen es ist, so ein bisschen... kleiner Rundumschlag. Ich bin kein Rumprofi. Sage ich gleich von vornherein. Also mein Steckenpferd liegt eher so beim Whisky und beim Thema Rum. Ja, ich habe den einen oder anderen verköstigt und bei uns in der Community gibt es einige, von denen ich weiß, dass die wesentlich geschulter sind. Da mal einen ganz lieben Gruß an unseren Blätterteich. Der hat mich da nämlich auch schon mal so ein bisschen unter die Fittiche genommen und mich da etwas geschult im Thema Rum und mir da ganz hervorragende Tropfen zur Verfügung gestellt, damit ich mal so geschmacklich so ein bisschen in das Thema überhaupt reinkomme. Ne? Herzlichen Dank nochmal, das war unglaublich klasse, was wir da zusammen gemacht haben und auch die Auswahl, die du mir da hast zukommen lassen. Ne? Der Rum, um den es heute geht, hat, wie bin ich auf den gekommen? Zum einen, wie Marco sagte, es ist ein schöner Rum, zum Einstieg. Es ist aber auch ein Rum, der erfahrene Rumgenießer mit Sicherheit abholt. Dann, Thema Rum ist ja auch mit der Seefahrt verbunden. Na, da komme ich natürlich auch immer gleich so ein bisschen bei uns im Norden in Hamburg an. Er hat auch einen Bezug zur Stadt Hamburg und ist auch einem, kann man schon sagen, Hamburger Unikat auch gewidmet, der auch eine gewisse Szene Hamburgs durchaus geprägt hat. Und zwar zum einen die bisschen die seemännische Szene, aber auch vor allem die Tätowierszene, ne? Die seinerzeit ja mit der Seefahrt doch sehr eng verbunden war. Es geht heute um den Walichrum. Zeig euch mal diese Flasche. Na, mal sehen, schaltet er scharf? Ja, ich meine, das ist doch ein Design, oder? Ne? Ich meine, das sieht doch schon richtig einladend aus. Spricht mich als Norddeutschen hundertprozentig an, wenn er jetzt auch zwischendurch wieder scharf schalten würde. Na, zack. So, klicke ich die Flasche an auf der Kamera. So, und einmal der Hintergrund. Christian Walich ist auch ein bisschen als oder König der Tätowierer bekannt gewesen. Hat sehr lange in seiner eigenen Kneipe auf St. Pauli tätowiert. Da lassen wir jetzt mal ein bisschen das Hygienische außen vor. Das war damals alles ein bisschen anders. Da ging das alles noch. Und die Flasche ist auch geziert mit einem Design von Christian Walich. Es ist ein Jamaika-Rum, der nicht irgendwie noch zusätzlich gesüßt oder verpanscht wurde mit irgendwelchen anderen Geschichten. Also ganz natürlicher, klassischer Jamaika-Rum. Er wirbt damit, dass er gelagert wurde in über 60 Jahre alten Fässern. Ist jetzt für mich, muss ich persönlich sagen, haut mich nicht so sonderlich um, denn die Frage ist, was ist nach 60 Jahren in so einem Rumfass noch drin? Geschmacklich anscheinend einiges, ne, das kann ich gleich vorwegnehmen. Er kommt aus der Destille Heinrich von Hafe,
Heinrich von Hafe ist die älteste Weinkellerei und Spirituosenmanufaktur Hamburg. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, und zwar seit 1868. Genau, seit 1868 in Hamburg ansässig, in Hamburg-Bergedorf. Und von Hafe, das weiß ich aus eigener Erfahrung, macht zum einen ganz hervorragende Whisky-Tastings. Das lohnt sich immer, da mal vorbeizuschauen, wenn da was angeboten wird. Zum anderen haben die auch eine sehr schöne Auswahl an eigenen Spirituosen, und ganz in dieser Tradition kommt dieser gute Schluck daher. Ist auch ausgezeichnet mit mehreren Awards. Da kann jeder draus machen, was er will. Auf jeden Fall für mich ein Schluck, den ich Marco gerne präsentieren wollte heute. Hast du soweit Fragen oder darf ich weiter Ach, referieren? jetzt bin ich wieder gut genug, ja? Gut. Ja, klar, natürlich. Ne? Zwischendurch wollte ich mal zumindest etwas Anstand zeigen. Ja, natürlich, trotzdem will ich es nicht unter den Teppich kehren. Zum Rum passt natürlich auch eine Pfeife. Und ich habe mich heute entschieden, in meiner Oldenkott Konsul Schön. habe ich heute den Lincoln Cavendish, Ja, cool. denn ich habe in den Tabak reingerochen und ich habe ja, bevor ich überhaupt den Rum gerochen oder schmecken kann jetzt, mir gedacht, der riecht ein bisschen süßlich, der Lincoln Cavendish, und Rum assoziiere ich trotzdem auch immer mal ein bisschen mit Süße. Weiß nicht warum. Vom Grog her kommend wahrscheinlich. Aber ich dachte, der passt ganz gut dazu. Jan, was meinst du, ist der Lincoln Cavendish die Wahl zum Rum? Also das werden wir jetzt gleich sehen, aber ich würde sagen, das passt auf jeden Fall ganz hervorragend. Da wäre ich doch schwer enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Ist Mit mit Sicherheit. Pairing bin ich ja jetzt ganz weit Ja. weg. Da gibt es ja ganz tolle Spezialisten, die dann zu jedem Spirituosengetränk den Tabak in der Tabaksbar haben. Da kenne ich mich gar nicht aus, ne? Marco, auch ein blindes Huhn, du kennst den Spruch, ne? Also in dem Sinne, es sei dir heute mal gegönnt, ne? Ja. Ja, was verrauche ich heute? Passend zum Thema Rum, dachte ich, dieses Pfeifenshape passt ganz hervorragend. Eine Red Trace Devil's Cut. Dazu, da bleiben wir dann beim Thema Norden und Hamburg, gibt es, na, soll ich wieder hier hin und her schalten, von der Hamburger Pfeifenrunde den Jubiläumstabak zum 25-Jährigen. Ein schöner, angenehmer, süffiger, leicht süßer englischer Blend. Schmeckt ganz hervorragend. Und ich dachte, diese Kombination muss einfach sein. Ich würde jetzt mal sagen, also der Rum, der wahrlich Rum, wird mit dem Spruch hamburgisch traditionell und streng reell. Lass uns starten. Lass uns doch mal die Nase da ins Glas tunken. Ich habe ihn eingeschenkt schon. Ich habe aber noch nichts weiter getan. Also ich habe weder meine Nase reingehalten, noch habe ich mal daran genippt. Es ist jetzt für mich an der Zeit, es zu tun. Also ich als Laie werde jetzt mal meine Eindrücke als erstes Gerne. schildern. Was mir jetzt hier auffällt, ist ein sehr milder Geruch. Also nichts stechend brennendes, sprittiges in der Nase. Es ist ein wirklich sehr weicher, harmonischer Geruch. Und ich hatte es richtig vermutet, es ist ein süßlicher Geruch. Ja, und dann hört es bei mir erstmal ein bisschen auf. Okay. Ich habe Versuch noch mal ein bisschen. ein Aroma in der Nase, ich kann es noch nicht deuten, wenn du. Versuch mal so ein bisschen in das Thema reinzugehen. Rosine? Ja, ich wollte es gerade sagen, irgendwie erinnert mich das, wenn ich immer Weihnachten, ich bin ja ein leidenschaftlicher Weihnachtsbäcker auch, und wenn ich Christstollen backe, dann muss ich jetzt ein bisschen an die Rosinen denken, die man ja auch mal so über Nacht im Rum eingelegt lässt.
Versuch dich, Thema Weihnachten, rieche ich auch ein Gewürz raus, was perfekt in die Weihnachtszeit passt. Konzentriere dich auch hier mal auf eine schöne Vanillige-Note. Gut, mit Vanille habe ich ja immer so meine Probleme. Ja. Aber wenn du es mir jetzt gerade suggerierst, würde ich jetzt nicht abstreiten. Es riecht auf jeden Fall absolut lecker. Und ich hoffe, der Geschmack wird mich nicht enttäuschen. Oh, das werden wir sehen. Ja, und wenn, dann war es das halt das letzte Mal, dass ich dir eine schöne Spirituose zuschicke. Ne. Wollen wir? Auf jeden Fall. Ja. Zum Cheers. Wohl. Ja, was sagst du? Ich muss noch mal einen zweiten Schluck nachlegen gleich. Ja, das hat doch nichts mit dem Aroma zu tun, gib's zu. Aber da ziehe ich doch gleich. Also, ich werde mal schildern, was ich so schmecke. Dieses weiche, milde, was ich im Geruch feststelle, ist im Geschmack dann doch ein bisschen kräftiger. Ich habe zwar eine Süße gleich vorne an der Zungenspitze, aber dann macht er sich schon breit. Und dann kommt er schon mit einer gewissen Faust daher. Und es breitet sich wirklich im Mundraum. Ich hab hier auch eine gewisse Trockenheit auf der Zunge und der Abgang ist kurz, aber heiß und kräftig. Okay, also ich merke vom Abgang jetzt schon noch was. Also bei Er mir. ist noch da, aber er kommt geballt und dann flacht er wieder ab. Man Ja, merkt ihn aber jetzt immer noch, er hallt nach. Und wenn ich dann durch die Nase ausatme, dann habe ich schon so auch eine gewisse kräftige, ja, ich will es nicht, eine Schärfe oder irgendwas, aber er hat schon Charakter. Also ich merke jetzt zum Ende hin immer mehr auch zu so Eichenaromen, die mit einer gewissen Fruchtnote von den Rosinen noch behaftet ist. Für mich ist es so, wenn er in den Mund kommt, dann macht er schon einen guten Antritt. Ne? Das ist schon ja, real, was da stattfindet oder sehr reell. Ne? Es ist für mich aber ein typischer Jamaika-Rum. Also Jamaika-Rum tendiert ja schon in die Richtung eines kräftigen eigenen Charakters, der sehr präsent, prägnant ist. Viele Jamaika-Rums sind ja auch sehr esterhaltig, was natürlich auch nochmal einen sehr eigenen Geschmack und sehr eigenes Aroma mitbringt. Ich merke bei dem Vertreter jetzt hier, er ist direkt im Antritt, hat aber trotzdem eine schöne Süße, die sich auch schnell im Mund breit macht. Diese Fruchtaromen, Rosinenaromen kommen sehr schön durch. Die entfalten sich auch wunderbar. Das Süßliche, was ich am Anfang so als Vanille definiert hatte, kommt bei mir mit der Zeit dann durch, entfaltet sich dann, legt sich sehr angenehm nachher auch beim Schlucken in den Gaumen und in den Rachen, gepaart fast schon mit so einer fast schon vanilligen, karamelligen Note. Na, aber das ist beides so eine Kombination, die
tendenziell eher, finde ich, mehr ins Vanillige überschwappt. Und so ummantelt wird das Ganze nachher, wenn man auch die Spirituose, den Rum geschluckt hat, von einer wunderbaren Holznote gepaart mit einer sehr schönen Trockenheit. Also ganz toll. Ja, mir gefällt er unglaublich gut. Ja. Ja, ich verpaare ihn jetzt gerade hier mit meiner Zigarre. Mit der Zigarre, ja, okay. Wir merken Mit der schon, also Pfeife. es ist halt, ne, war schon der dritte Antritt, ne? Marco kann nicht mehr so ganz. Die vierte Flasche, nein, es ist, ich muss es erklären, es ist das zweite Video dieses Abends und wir haben vorher eine Zigarre geraucht. Und das hat sich bei mir jetzt wieder nach oben irgendwie gespielt. Ja, was du da erzählst, kann ich jetzt so alles gar nicht nachvollziehen, weil ich keinen Okay. Vergleich habe. Wenn Ja. du sagst, das ist ein typischer Jamaika-Rum, dann muss ich sagen, ja, weiß ich nicht, weil ich, ja, dieses ist ja mein erster Rum. Und dieses holzig-eichige. Da bin ich wohl nicht so der, da ist meine Zunge, mein Gaumen nicht so geschult darauf, aber ich kann schon, ja, das, was du erzählst, schon irgendwo nachvollziehen. Dieses fruchtige, milde, diese Trockenheit, die sich hier breit macht und der Nachhall, ich muss schon sagen, es ist schon ein leckeres Tröpfchen. Und Ja, er riecht. definitiv. Ich habe jetzt aber auch irgendwie ein bisschen, ich muss es leider fast ein bisschen Leder. Kann es sein, dass es auch ein bisschen ledrig ist oder woher kommt das? Du, das kann immer gut sein. Da musst du einfach mal das Sattelstück aus dem Mund nehmen. Dann hast du das Aroma auch nicht mehr. Ich habe mein Pferd heute wieder durchgekaut ein paar Mal, aber. Ja, nein, lass mich da noch mal gerne in dieses, da auch mal so ein bisschen versuchen, das Leder daraus zu schmecken. Ich riech's eher. Schmecken nicht, aber Okay, ich riech's. schmecken. Sorry, riechen, ja, okay. Jetzt wo weniger im. Also. Ganz interessante Aromen, die sich hier. Also mit Leder tue ich mich so ein Ticken schwer, ehrlich Vielleicht gesagt. kann ich es auch falsch, vielleicht interpretiere ich es falsch. Das würde ich gar nicht mal sagen. Also, es ist ein Aroma, was du mit Leder assoziierst. So, also, das würde ich überhaupt nicht grundsätzlich als verkehrt abtun. Es ist halt einfach nur ein Aroma, was ich jetzt, womit ich mich einfach schwer mit tue. Also, ich meine, man darf ja mal nicht vergessen, jeder hat hier eine andere Aromen- und Geschmackswahrnehmung. Und das kann durchaus sein, dass ich mich mit einem Aroma schwer tue, was du auf jeden Fall sehr präsent da hast in der Nase. Ich tue mich halt dann wieder mit Eiche schwer oder mit irgendwas anderem, was du schmeckst. Aber ich jetzt als Neuling in Sachen rum, rieche halt jetzt erstmal und assoziiere dieses Leder. Es ist auf jeden Fall ein leckeres Getränk, Leute. Und er hinterlässt schon, solange jetzt Jan noch irgendwie was versucht herauszufinden, geben wir ihm die Zeit. Ich bin durch. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte, okay. Das macht nichts. Fang von vorne an. Ich war noch mal beim Nein, er Bilder. hinterlässt, auf jeden Fall hat er einen langen, langen Nachklang. Also dieses Trockene auf der Zunge ist wirklich sehr ausgeprägt. Wir hatten ja beim Whisky letztens auch mal so dieses Trockene, was sich aber dann nicht so lange gehalten hat wie jetzt hier beim Rum. Ja, also du hast hier schon dieses trockene Gefühl auf der Zunge und das Aroma, dieser Abgang erhallt sehr lange nach. Sehr angenehm. Also, ich finde jetzt das Pairing, was ich habe. Wie gesagt, ich habe ja hier den Hamburger Pfeifenrunde Tabak, den roten.
kann mal einmal kurz hier die Kamera halten. Mal so ein schneller Einblick. Und das ist ein leichter englischer Blend, der auch eine gewisse Leichte, finde ich, im Aroma, wenn man die Nase in die Dose reinhält, auch eine gewisse, ja, schon eine kleine Fruchtnote irgendwo mitbringt. Und ich finde, das passt hervorragend zu dem Rum. Ist ein tolles Pairing auch mit dieser schönen Latakia-Note. Also finde ich, habe ich da gut getroffen. Ich würde dieses Pairing auf jeden Fall nochmal machen. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du den Lincoln Cavendish nochmal rauchen? Auf jeden Fall. Also ich Ja. bin ja jetzt sowieso jemand, wie ich schon gesagt habe, der jetzt mit Rum und Pairing und auch wenn du jetzt einen Whisky mir hinstellst und dann erzählt mir der eine, da passt der Tabak gut dazu oder die Zigarre, damit kann ich gar nichts anfangen, ne? Aber es ist jetzt auf jeden Fall, wenn ich den Rum direkt zur Pfeife dazu nehme, der Cavendish, der hat dieses leichte Zitrusartige Ja. und diese Süße. Und dann kommt gleich dieser fruchtige, du siehst, mein Glas ist schon leer. Ja, Es ist, ich halte mich noch ein bisschen zurück. ich Na? habe nicht so viel eingeschenkt. Ich Ah, guck mal, jetzt verrätst du mich hier auch noch. Das, ja. kann noch ein bisschen nachschenken. Das Schöne ist, ich glaube, mit der Kameraeinstellung, wenn ich hier stehe, man sieht es. Nee, guck mal, man wird es nicht Er sehen. schenkt ständig nach. Das ist das Problem hier. Also Leute, die Flasche kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Das wird ein schlechtes Bild auf mich werfen. Aber die hat ein Loch im Boden, die Flasche. Na, das Wir ist hatten jetzt irgendwas ist inzwischen da. 6 Mal musste ich schneiden, weil er eine neue Flasche holen musste, aber okay. Der kleine Schluck am Abend, ne? Ja. Also wir waren ja beim Thema Pairing. Genau. Das passt auf jeden Fall dazu. Würde ich die Kombination würde ich auf jeden Fall wieder wählen. Ja. Ich müsste natürlich jetzt, wenn ich mir jetzt auch mal so eine Flasche Rum zulegen würde, was ich jetzt nicht als unwahrscheinlich erachte, da kann man dann natürlich auch mal die Tabake aus der Bar mal so durchprobieren. Aber ich glaube, du wirst keinen Tabak finden. Also ich würde jetzt keinen Hocharomaten dazu. Das muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwie ein Kokos-Karamell-Tabak oder irgendwie ein Kirsch-Hocharomat dazu passt. Ja, Aber Marco, guck mal, ich sehe es ähnlich wie du, aber ich mache einen kleinen Unterschied. Wenn es schmeckt, schmeckt es. Und das ist die Hauptsache. ja, Also jetzt, warum nicht halt auch ich gehe ja jetzt von irgendwo. mir aus. Du hattest ja mich gefragt, welches Pairing ich bevorzugen würde. Und ja, so ein Engländer, so einen leichten Latakianer, so ein Virginia oder jetzt wie auch den Lincoln hier, perfekt. Für mich perfekt. Ich glaube, ich werde auch noch mal gleich nachschenken. Wer mir noch den Rest des Bröbchens, welches du mir zukommen lassen hast, einschenken. Und ja, ein sehr, sehr guter Rum, muss ich wirklich sagen. Absolut. Also ich Ob bin. ich jetzt im Thema Rum drin bin, ob ich jetzt mehr Rum mal anteste, neugierig bin ich. Jetzt vielleicht auch mal einen Vergleich zu haben mit einem anderen. Ach, ich habe ja gelogen, ich habe dir ja mal erzählt, ich hatte ja schon. Einmal habe ich Rum getrunken, aber da war es kein Genuss mehr. Das war Ja, gut. der Strohrum 80, den ich geäxt habe. Das kann man aber auch streichen Das ist einfach eine auch. Das Geschichte, die zählt muss ich nicht. jetzt hier nicht erzählen. Das muss man nicht Ich ausführen. glaube, Marco, wir machen mal eine Talkrunde zusammen und dann darfst du die noch zum Besten geben. Ja. Vorher kredenze ich dir noch ein, zwei Gläser Wenn rum, du jemand kommst raus und Fragen bist in hat, die Rede fluss. wenn jemand Fragen hat zu meiner Person und meiner Vergangenheit in puncto Alkohol, der darf gerne Fragen in die Kommentare stellen. Dann machen wir mal so ein Frage- und Antwort-Video und werden einige Geheimnisse vielleicht dann lüften. Ja. Aber es passt jetzt nicht in diesen Rahmen. Nein, natürlich nicht. Ich guck mal, Darfst ja auch noch ein bisschen darauf vorbereiten, auch das. ob der Nachschlag anders schmeckt jetzt. Nein, er ist noch genauso gut.
Guck mal, das ist der Trick. Ich fülle einfach mehr ins Glas ein. Dann sieht das nicht so aus, als wenn ich nachschenke permanent. Ne? Und je mehr man trinkt von diesem Rum, ich muss es jetzt wirklich sagen, je mehr man wirklich dann trinkt, umso besser fließt er. Also, nein, es ist wirklich so, dass sich dieses Aroma dann. Ich bin eigentlich schon ein bisschen begeistert von diesem Rum. Da hast du wirklich eine sehr gute Wahl getroffen für den Das freut Einstieg. mich. Das freut mich. Danke. Ich kann diesen Rum wirklich nur loben. Und wie gesagt, wir bekommen ja hier kein Geld für diese Reviews und wir besorgen uns die Sachen ja. Ja gut, Jan besorgt meistens die Sachen. Ich trinke es dann und rauche es kostenlos, aber nein, wir bekommen kein Geld für diese Meinungen, die wir hier sagen. Und wir sind aber auch ehrlich, wenn es jetzt nicht schmecken würde oder habt ihr ja schon So. mitbekommen, dann sagen wir es euch auch, ne? Aber der Rum hier, wer ihn noch nicht kennt, ich kann ihn als Einsteiger, kann ich ihn euch empfehlen. Freut mich. Perfekt. Also dann habe ich quasi meine Mission, mein Ziel erreicht. Ich wollte dir gerne mal einen schönen Rum präsentieren, der mir hervorragend schmeckt, den ich auch für jeden, der auf keine Spice Rums, sondern auf, ich nenne es jetzt mal ein bisschen bösartig, echte Rums steht, der da, ich sag mal, sich da wiederfindet, kann ich nur empfehlen. Schöner Jamaika-Vertreter, was ich so mit meinem Basiswissen zum Thema Rum oder so kategorisieren würde. Und ja, für mich auf jeden Fall jeder Tropfen ein Genuss. Ne? Und Ach, das Design der Flasche, was du noch nicht ja. erwähnt hast, ist, wie viel Volumenprozent hat denn der Rum Ach eigentlich? so, haha, ja. Da muss ich jetzt mal auf die Flasche gucken, ne? Also, was Wenn du steht es noch lesen kannst, das ist. da? Ja, das Ding ist, ich bin ein bisschen geübter als du. Also, habe ich nicht gesagt. Also, 40 Volumenprozent hat der Gute und kommt in einer halben Liter Flasche daher. Und jetzt muss ich mal, warte mal, ganz kurz gucken. Schauen wir mal kurz nach, was mich der gute Schluck gekostet hat. So. 29,95. Also ist. Oh, habe ich irgendwas gedrückt? Nee. Nein. 29,95 für einen halben Liter ist jetzt mit Sicherheit nicht das Allergünstigste, was man machen kann. Ich finde aber, hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Na, also, das ist. Jetzt vielleicht nicht den Rum, den man sich in die Cola kloppt. Dafür sei dann vielleicht ein bisschen teuer, aber auf jeden Fall meiner persönlichen Meinung nach jeden Euro wert. Ich bin da ja schmerzfrei, ich schütte ja alles in Cola, aber. Ja, gut, aber wir haben ja schon mehr als einmal festgestellt, dass du eher der Banause bei uns bist und ich dann wenigstens zumindest augenscheinlich versuche, sowas wie kulturell Ja, daherzukommen. Niveau sucht man bei mir vergebens, aber ich stehe dazu. Ja, das macht aber auch nichts. Das macht mich Ja. aus, meine Niveaulosigkeit. Du, jeder hat so seine Charaktereigenschaften und bei dir ist es halt das Bei Unterirdische. mir fehlen die halt gänzlich und. Ja, aber du weißt ja, ne, wie das ist hier mit dem Spruch, man lebt sich ungeniert und so. Ne? Also insofern. Ja. Das war's eigentlich schon. Ein sehr guter Rum. Wer den Rum kennt, vielleicht mal auch Kommentare. Das Wer würde mich auch vielleicht interessieren. uns, wer mir vielleicht gerade in meiner Situation als Anfänger noch einen Rum empfehlen will, meine Adresse könnt ihr gerne haben. Ja, also, ja. Also für mich auch als mit Sicherheit auch Einsteiger in dem Thema rum, wenn jemand von euch kleiner Ausflug. Ich habe mich so ein bisschen da in der jamaikanischen Region da niedergeschlagen. Die faszinieren mich, die schmecken mir gut. Wenn da einer einen schönen Tipp hat für einen tollen Jamaika rum, immer her damit. Bin ich auf jeden Fall dankbar und freue mich, den dann auch bei Zeiten mal probieren zu dürfen. Ja. Erfolgreiches Video wieder einmal. Absolut. Ne? Und in Liebe. dem Sinne. Bevor wir uns ja selbst beweihräuchern, Marco Ja. fängt nämlich da schon an. Er kann wieder nicht abwarten. Normal kommt das nämlich erst nach dem Video.
Aber ihr wisst ja, er hat ja schon sein zweites Gläschen. Ne? Ja. In dem Sinne, Ich schön, dass ihr erzähle ja dabei wart. danach immer, wie toll ich war und Ja, seht ihr, Frank macht schon wieder weiter. Ich kann mich hier verabschieden und er will das jetzt hier in die Öffentlichkeit tragen, aber es sei nein, ihm nein, gegönnt. nein. Ich bin einfach gut gelaunt heute, aber es liegt auch ein bisschen am Rum vielleicht schon. Nein, ich vertrage schon einiges, also ihr müsst keine Angst haben. Nein, wir machen Schluss hier und Genau. würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonnieren, kommentieren. Die Glocke ist Pflicht. Und wenn ihr jemanden kennt, der uns noch nicht kennt, dann dürft ihr uns auch gerne empfehlen. Und das Gleiche tun wir jetzt auch. Ich möchte mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut und immer schön die Pfeife am Rauchen halten. Ja, in dem Sinne ist nichts hinzuzufügen. Bis dann, schön, dass ihr dabei wart. Ciao.